Der tote Bios-Geweihte. Die Goblins haben im Auftrag des Unbekannten einen Bios-Geweihten gefangen genommen und getötet. Anscheinend hat er ein Pergament bei sich, das diese Fremde haben wollte. Finde die Leiche. Ich sollte mich nach der Leiche des Bios-Geweihten umsehen. Die ist da hinten. Ein Goblin in Ferdog. Ich habe den Goblin Quark nach Ferdog in mein Anwesen geschickt. Ich sollte bei nächster Gelegenheit mich davon überzeugen, dass er dort gut angekommen ist. Frage Wirwosch nach Quark. Ich sollte unbedingt mit meinem Verwalter Wirwosch über den Goblin sprechen. Ich weiß nicht, wie er auf sein unerwartetes Auftauchen reagiert. Ja. Finde die Leiche. Ich habe die Leiche des Prius-Geweihten gefunden. Bericht im Prius-Tempel. Ihr solltet nach Ferdok reisen und den Geweihten des Prius von ihrem ermordeten Glaubensbruder berichten. Der wurde ziemlich gut ermordet, so viel Blut wie da rumliegt. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. So, das heißt, den Kahlkopf wieder runter zum Reisepunkt, darüber reisen, dem berichten und dann. Ich wüsste nämlich nicht, was wir im Dunkelwald noch machen sollten. Viele tote Goblins, die im Boden rumliegen. Und ja, ich mache mir nicht so wirklich die Mühe, das einzusammeln, was die haben. Du brauchst bald wieder neue Pfeile. Und du auch bald wieder neue Bolzen. So, das Waffengift ist auch endlich abgeklungen, was auf Gwendala gelegen ist. Also zum Schnellreisepunkt. So, der Schnellreisepunkt ist da. Ich frage mich aber ehrlich, ist da hinten im Düsterwald noch was? Im Dunkelwald? Ja. Wölfe. Okay. So. Ja, alles klar. Zwei Kriegsfälle hast du noch. Also gut, hier sind nur Wölfe, 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 Wölfe. Und Pflanzen, okay. Zollstation. Habt ihr schon etwas über die Rotpelze herausgefunden? Ja, das habe ich. Ich bin tatsächlich am großen Zingen auf Goblins gestoßen. Ich wusste, dass ich mich nicht geirrt habe, aber erzählt doch weiter. Sie hatten sich am Kalkhof niedergelassen. In ihrer Begleitung befand sich ein mysteriöser Einäugiger, der allerdings fliehen konnte. Wisst ihr was über ihn? Nein, leider nicht. Der Einäugige hatte die Rotpelze angeheuert, um einen Pyros-Geweihten aufzulauern und ihn gefangen zu nehmen. Leider war er schon tot, als ich kam. Sie haben einen Geweihten des Pyros ermordet?
Zorn der Götter möge sie und den Unbekannten treffen. Naja, sie sind schon tot. Jedenfalls ist die Gefahr durch die Goblins gebannt. Ich werde, sobald ich wieder nach Ferdok komme, im dortigen Preistempel darüber berichten. Möge Firun über euch wachen. Bitte nehmt diese Anleitung zur Herstellung von Lederbändern als Dank. Aber gerne, lebt wohl. Ja. Lederbänder aus Wolfsfällen. Gehört das zu Bogenbau? Wolfsfell, Salbenfell. Man macht 20 Lederbänder, okay. Salbenfell, Sandstein und Wolfsfell. Okay. Rotpelze im Dunkelwald. Im Dunkelwald, genauer gesagt auf dem Kahlkopf, hielt sich tatsächlich eine Bande von Goblins auf. Ich habe ihren Treiben ein Ende gesetzt. So, dann gehen wir jetzt als nächstes erstmal wieder zurück nach Ferdok. Und die Glocken schlagen. Priosplatz. Unvorhergesehen, das hätte ich von der Weiterreise. Mal gucken, was haben wir dieses Mal Böses? Sind es wieder nur Wölfe oder kommt was anderes? Wieder nur Wölfe. Vor allem irgendwie Wölfe, die nicht viel können. Jetzt kommt von hinten ein Wolf, zwei Wölfe. So, und weiter. So, Reise fortsetzen. So, dann gehen wir jetzt erst einmal Rübenfein sein Päckchen. Um den Sinnetempel halten wir uns entsprechend fern. Habt ihr mein Paket schon? Ja, hier habt ihr es. Endlich.
was habe ich es vermisst? Was ist denn so Wichtiges in dem Paket? Das ist ein original rübenfeiner Ziegenkäse. Hergestellt nach einem alten, geheimen Familienrezept. Riech doch einmal daran. Oh, jetzt stinken wir alle. Das war wohl etwas zu viel für eure Nase. Zugegeben, für manche riecht er etwas streng. Aber der Geschmack, sage ich euch, einfach göttlich. Ja, euer Käse ist wirklich umwerfend. Ich muss jetzt leider weiter. Gehabt euch wohl. Jetzt müssen wir uns alle waschen. Nee. Geschlossen. Ein Paket für Ulfing. Ich habe das Paket bekommen und bei Ulfing abgeliefert. Ich habe das Paket abgegeben. Ja. Achso, das ist Vorgrim. Das hier kann ich mal alles verkaufen. Jetzt erstmal Seife. Ich versuche mein Bestes. Mein Atem geht ruhig. Der Ogninsud kann auch mal zu dir. Du hast ansonsten nur Nutzzeug. Du trägst die Also du trägst auch die Brandsalbe. Okay. Metallteile können wir noch behalten. Puzzle behalte ich auch mal. Ich glaube, die brauche ich für Brandbolzen. Kann ich Brandbolzen? Nein, kann ich nicht. Aber ich glaube, die kann ich im Hafen bei Dibrak kaufen. Irgendwas sowas in der Richtung war das. So. Aber erstmal sind wir wieder sauber. Das heißt, zum Krämer unseres Vertrauens zeuglos werden. Habt ihr drei eigentlich was Neues? Nein, noch nicht. Dumm. Willkommen beim... So, der Kefir, das weg, das weg. So. Weil wie gesagt, ich bin etwas skeptisch, dass sie Fälle hat von Wölfen und so. Angrosch zum Gruß. Da Wolfsfell, Wildschweinfell. Seimenfett und Sandstein. Gut, vielleicht um Lederbänder selber nochmal herzustellen. Sogar Mausefallen hat sie. Außer das ist alles nur Show. Packen wir die Felle dann erst einmal weg. Also mal kurz gucken. Das ist alchemistisch. Das ist... alles fürs Schmieden. Du hast nichts. Du hast das alchemistische Zeug. Und du hast das Zeug, was in die Nutztruhe muss. Okay. Das heißt, nächster Halt ist erstmal unser Anwesen. Auch um die Sachen zu holen, die wir für den Stand brauchen noch. Dann gehen wir in den Prios-Tempel und dann sehen wir weiter.